Okay, ja, das irgendwas mit Geschwindigkeitsunterhosen, ja. Ja. Interessant. Okay. Startet eigentlich heute der Nebenstream mit so ein paar anderen Spielen oder war das erst morgen? Ich weiß nicht, wann er startet. Der Yellowstream? Der sollte heute starten. Der lief auch schon mal, also der läuft bröckchenweise. Der ist nicht dauerhaft online. Okay, nicht mal planmäßig. Oh, sieht gut aus. Oh, wir haben schon ein Bild. Volles Publikum. Yay. Wow, dieses Bild. Für Xbox 360, wir sind jetzt voll in der Neuzeit, Leute. What? Amazing Princess Sarah. Press Start to proceed. Irgendwie ist das Bild leicht verschoben. Und es zeigt viel Boob. Definitiv. Was? Boobs. Mal gar nicht aufgefallen. Das ist ja interessant. Und Strapse. Sie hat Strapse. Ohne Joke, also, sie hat Strapse. Das ist nicht Vampire Princess Sarah, das ist Empire Princess. Ja, Kev, er hat Geschwindigkeitsunterhosen gesagt. Also gleich kommt Empire Princess Sarah. Freut euch mal drauf. Kann das sein, dass das einfach nur ein schlechter Castlevania-Klon ist? Kannst selber beantworten in den nächsten 40 Minuten, nehme ich an. Ah, das stimmt. Es geht doch nicht los. Musik. Wenigstens Nein, haben sie wollten wir... nochmal die kratzige Stimme zeigen. Wenigstens haben wir epische Musik im Hintergrund. Okay, warte, der Typ spielt das? Awesome. Ist das schon klischeehaft? Ich weiß nicht. Ob er das Game schon geheiratet hat? Ich weiß nicht. Boah, das war echt gemein. Ich sollte sowas nicht sagen. Ja. Kam ja perfekt wieder. Und dann sieht man, welchen Modus wir gleich spielen. Vampire Princess Modus. Der Vorteil ist bei dem Modus, dass man halt einen Double Jump hat, aber dafür, dass die Gegner zwei Level stärker sind. Und tschüss, Pestis. Und dass die Gegner respawnen. Ja, es ist ein schlechter Castlevania-Klon. Mit Boobs. Mit Boobs. Wieso war mir das so klar? Ich habe nur Vampire Princess gesehen, habe mir gedacht, okay, Castlevania, in weiblich. Spiele ich von 2014 sogar übrigens, sehe ich gerade. Awesome. Man muss die ganzen Gegner sogar getroffen wird. Basically, this is a kind of Castlevania-ish game, where the ja, er hat auch gerade gesagt, Castlevania-ish game. Was, du kannst Leichen aufheben und sie werfen? Ja, immer doch. Genauso wie mit den Macher-Symbol. Okay, das war episch. Episches Schalter umlegen. Eigentlich kann man auch an manchen Stellen hier den Damage Boost nehmen, den er eigentlich nicht macht. Also nicht beabsichtigt macht. Und es gibt tatsächlich nur einen Runner dieses Games, oder? Genau, also er ist der Einzige. Ich frag mich nur, wieso. Ich wollte es eigentlich auch schon sagen. Obwohl, so schlecht sieht es eigentlich gar nicht aus, aber es ist halt einem so klar, dass es ein Klon ist. Man kann Stühle werfen und Leichen, das ist doch was Tolles. Ja, definitiv. Erinnert mich zwar überhaupt nicht an Super Mario Bros. 2, aber... stand dort gerade rechts in der Wand. Ja, der stand riesig Boss. Einfach richtig unauffällig. Ich glaube, da ist ein Boss. Und das meinte ich, was mit Disgusting ist. Ach du Scheiße. Wow. So schön. Epic Boss Battle. Die Musik dabei. Was? Geht auch gerade ab. Das Ding buckt Pfeile? Genau, was? Aber er muss eigentlich nicht ausweichen, die machen kaum Schaden. Bewirf es mit Schränken. Kappa. Jetzt schöner Kommentar gerade im EZ-Chat. This game is made in Japan, right?
Manche sagen auch, I'm gonna have nightmares. Was ist das? Irgend so ein Ding ohne Arme, ohne Körper, mit Latex-Strümpfen und Kopfhorn. Ich würde jetzt mal raten, das ist eine mutierte Stripperin. Aber Hauptsache Lidschatten, ne? Schön in Rot. Ja. Sieht aber zu hart männlich aus, das Gesicht. All the bosses except for one are somewhat RNG. Ist es denn hier auch so, dass man die Herzen nicht einsammelt für Leben, sondern für Fähigkeiten? Ich glaube, nee, es ist ganz normal für Leben. Ich glaube, spezielle Fähigkeiten gibt es in dem Spiel wirklich nicht. Aber das ist halt extrem geklont. Du hast auch die Fackeln, wo Items rauskommen und so. Also Leute, Reflex ist der Boss der Bumsklumpen. Der Bumsklumpen. Oh mein Gott. Okay, das sieht nach Ice Stage aus. Beim vorher war das ja das Luxus-Schloss, jetzt kommt das Eisschloss. Also ich kann mal raten, wie viel Brüste hat der Gegner? Wahrscheinlich hat er auch wieder nur Kopf und Beine. Ich schätze, 3 Brüste hat es. Was? Das wäre grotesk genug, oder? Ist erstmal nichts ausgeschlossen hier. Also hier ist definitiv nichts ausgeschlossen gerade. Das Spiel setzt keine Schönheitsideale, ist auch wichtig. Also der Cap sagt, es sind 17. 17 Schlösser oder was? Nein, 17 Brüste. Was? Also. So kann man auch den Schalter betätigen. So, ich glaube, wir brauchen jetzt von Pestis einen Key für das Spiel. Pestis, hast du das Spiel? Na, der ist ja jetzt arbeiten gegangen, der ist schon gar nicht mehr da. Er war aber vorhin kurz da. Ja, hat er gesagt. Also wenn ihr jemals Pestis in irgendeinem Chat seht, egal auf welchem Channel, bleibt drin, ihr Keys. For free. Ja. You skip most enemies, it doesn't account to much, and since most bosses are... Man kann einfach die ganzen Monster ignorieren. Okay, 6 bis 8 Nippeln ist eine Katze, what? Es ist nichts ausgeschlossen! Das stimmt. Ich finde es cool, dass man hier in dem Level die Eiskristalle alle werfen kann. Wenn er sie werfen würde. Mal sehen, ob dort auch wieder richtig obvious Boss steht gleich. Das ist ja sogar New Game Plus, ne? Genau. Was ist der Unterschied zwischen New Game Plus und der normalen Kategorie? Also in dem Fall? New Game. Mal hat er es ja gesagt, man kann einen Double Jump in dem Modus machen und die Gegner machen mehr Schaden. Und die respawn. Nein, also den Doppelsprung hatte er durch den Vampire-Modus selbst. Aber ich glaube bei dem New Game Plus, da ist einfach, er behält das Level vom vorherigen und deswegen ist sein Level jetzt 120. Oder nicht? Ich glaube, das Vampire Princess beinhalten die Gameplay. Es gibt halt so wenig Infos über ein Spiel, weil es einfach niemand spielt. Und auch noch ein Indie-Game. Aber Indie-Games sind öfters mal gut. Öfters. Ich glaube, das impliziert, dass es nicht immer der Fall ist. That would make this room less exciting. Hier gab es einen schönen Kommentar, er spielt das für die Handlung. Also wer das Spiel selbst spielen will, kann es sich für 5 Euro auf Steam holen. Aber das ist jetzt schon ein krasser Unterschied zu dem Game von eben, ne? Ja. Alright, there we go. Ja, man muss nicht mehr neu laden. Wacht auf, Leute, wir sind wieder da.
Wir haben Brüste Zeig dir für einfach euch. mein Buch. Genau. Hashtag play it for the plot. Oh mein Gott, ein riesiger Skarabäus oder so. Wie viel Brüste hat er? Man sieht's nicht, man sieht ihn nur von hinten, also kann ich recht haben. Ja. Man kämpft dagegen, indem man... Also es gibt anscheinend solche Gegner, die, wenn man die gegen die Wand wirft, droppen die solche Pfeile und damit macht er den größten Schaden, weil die auch durch den Boden gehen. Was ja auch total logisch ist. Ja. Piercing geht da drauf. Und nein, die Herzen sind, glaube ich, echt für die Leben. Ich meine, ja, die Herzen. Badam! Ich glaube, das Skarabäus hatte keine Brüste. Oh. Wir haben alle verloren. Aber dort stand diesmal nicht obvious Boss dran, ne? Kann mal jemand recherchieren, was das Game kostet? Ja, wurde das nicht schon? 5 Dollar. 5 Euro. 5 Euro, okay. Auf Steam. Hörst du überhaupt zu? Da steht Xbox 360, da gehe ich nicht von Steam aus. Aber es gibt's auch auf Steam. Habe ich gesagt. Ja, gut. 5 Minuten. Du weißt, wie lange ich wach bin, nimm Rücksicht. Ja, ich habe ja auch bei Crash 3 einfach verpasst, dass kurz über Naughty Beer gesprochen wurde, also... Aber das Spiel sieht nicht einfach aus. Der kommt da jetzt zwar so flüssig durch, aber ich glaube, da kann man schon relativ schnell mal verrecken. Also, wenn jemand Peste sieht, einfach ihn anschreiben, dass er davon mal einen Key holen soll. Das kann ich auch glauben. Eigentlich ist, kann man auch hier das mit dem Damage Boost geben, aber anscheinend wurde er halt zweimal so runtergestoßen. Oh, ich habe jetzt erst gesehen, dass es Bomben sind. Ich dachte, das sind die ganze Zeit Äpfel. Äpfel? Gibt's jetzt einen Grund, warum er die Bombe bis nach unten hin nimmt? Bestimmt. Okay. Dead Dodge. Okay, sehen wir gleich. Okay, there we go. Oh, um den Schalter zu betätigen. Okay, aber das spart dann schon Zeit, ne? Aber massiv. Hat er jetzt den Schalter durch die Wand aktiviert mit der Bombe? Ja. Genau. Anstatt den ganzen Weg zu gehen, hat er jetzt einfach die Bombe mit runtergenommen und hat es aktiviert. Nice. Und Maypold, 4,99 sind so gut wie 5 Euro, also... Es sind nicht 5 Euro! Dieser Set ist manchen Menschen wichtig. Keine 5 Euro. Ja, aber man kann die 4,99 Euro auf Steam laden. Ja, also. Ich habe noch nie eine 4,99 Euro PaySafe Card oder so gesehen oder Steam Card. Das ist der beste grinding Spot in the game, if you're into that. Because you have a bunch of these hit everything on screen enemies. Erstmal eine Kombo rausholen. Aber die Musik, die Kulisse ist gut im Spiel. Wie Klaus er eigentlich vorhin tot ist. Es kriegt aber auch irgendwie immer so wenig Schaden. Ich glaube, wäre nicht auf so einem krassen Level, würde er echt schnell sterben. Die Instant Death Spikes machen auch kaum Damage. Die Instant Death Spikes machen kein Instant Death, okay. Ist euch eigentlich Allein auch die Monster machen mehr Damage als die Spikes. Obwohl die Spikes eigentlich einen wirklich durchbohren müssten. Ist euch eigentlich auch aufgefallen, wann der rote Typ dort in der Kamera aufgetaucht ist? Nein. Nö. Ja, und der zweite Strange. Typ.
Er war plötzlich da. Random Red Jacket Guy appeared. Ich glaube, diese Tische kenne ich so. So welche hatten wir auch in der Schule. Da stehen Stühle und Tische. Ja, doch, da hinten stehen Tische. Ja. Ihr seid in der Schule ausgeraubt. Kennt man den zweiten Typ auf der Couch? Irgendwie das Gesicht kommt mir bekannt vor, aber ich weiß nicht. Der ist das nicht Thiefbug? Nee, das kann nicht Thiefbug sein. Oder? Nee, nee, nee. Aber er hat was. Aber sieht ihm wirklich recht ähnlich aus, da gebe ich dir recht. Und weg ist er. Oh mein Gott, man sieht mich in der Kamera, schnell weg. Was war denn das gerade für eine Handgeste? What the fuck? Der sieht aber ziemlich unbequem. Ich frage mich, wie er mit der ganzen Zeit mit einer Krawatte da spielen kann. Na, das hat Stil, also. Ich glaube, er sieht das ganze Game als Troll-Game und hat sich deswegen trollig angezogen. Allein mit einem Jogginghose und einer Krawatte. Das war's perfekt. Keine Ahnung wieso, aber im ESA-Chat feiern gerade alle einen roten Jackenmann. Ja, weil er einfach zügig reingekommen ist. Hat sich einfach da hingesetzt und jetzt guckt er stumm zu. Er bewegt sich noch nicht mal so wirklich. Es erinnert aber an diesen, war das nicht der Yellow Shirt Guy? Ja. Von Games Done Quick? Dem, wo sie irgendwie nach 3 Jahren dann dazu gebracht haben, selbst was zu runnen, weil er immer da ist. YOLO Swag. Damals hat er doch Echo the Dolphin dann gerannt. Ja. Ja, manche nennen ja aber auch einfach YOLO Swag Guy und nicht Yellow Shirt Guy. Red Jacket Guy ist der Nachfolger von Yellow Shirt Guy. Ich sehe es schon. Und wie wird der Boss sein? Okay, die haben die Boobs an den Knien. Und jeder auch ein. Nein, der andere ist mit Metall überdeckt. Sorry, ich finde das Moveset von denen saugeil. Das sieht ich find das funky. Moveset. Come dance with me tonight. Kann man eigentlich den Tritt irgendwie dodgen? Das sieht gar nicht so aus. Nee, irgendwie ist er komplett field-deckend. Nee, dort stehen irgendwie schon. Indem er in der Luft ist immer. Ja, guck mal, eigentlich wird halt von dem Fuß getroffen und irgendwie auch nicht. Das war irgendwie ein bisschen lame. Das war wirklich lame. Jetzt aber sie sahen cool aus. Jetzt sind die gestorben, weil die Boobs kaputt waren. Okay. Ist mein Chat wieder abgekackt? Nö, da wird nichts geschrieben. Okay. Da steht immer noch 4,99. Holt euch die Vampirprinzessin. Mit den Latex-Boots. Für nur 4,99 € die Stunde. Zu euch nach Hause. Könnte sogar passen, dass das eine Stunde ist. Im Chat wird übrigens gerade auch auf Mirror's Edge hingewiesen, was ja heute läuft, auch ein relativ bekanntes Speedgame, soweit ich weiß. Yaxoneris freut sich ultra drauf, weil er selber runnt. Von, ich glaube, Mr. Walrus müsste es sein. Ich bin mal gespannt, ob uns dann endlich gezeigt wird, wie ein richtiger Kickglitch geht und nicht der von Xoneris. Erstmal Shots verteilt, schön. Oh, I wanted to kill those two, so of course they don't get hit by single arrow. Naja, ich weiß, dass er zum Glück gerade schläft, der kriegt das nicht mit. Keine Sorge.
Stell dir mal vor, irgendjemand draußen macht. Ja, wir haben in YouTube erstmal unser Kommentar gespeichert. Guck mal, so näheres. Also, wenn es später in YouTube steht, dann kopiere ich das und schick's ihm, aber absichtlich. Nee, aber er ist das gewöhnt, dass er ein bisschen Beef abkommt. Muss dir keine Sorgen machen. Ja, aber ein bisschen Beef muss sein. Allerweise immer nett gemeint ist. Wer hält Beef aus, was? Jeder. Hoffentlich. Ach so, ja. Oh mein Gott. That's our terrible. Oh. Wow. Das hat er echt hart gemisst. Well, I'm bound. Okay, I hit that. Aber es hat noch gereicht. I fell down there, I Chat noch am Leben, wie geht's euch? Oh, er ist tot. Wow. Minor sequence break. Dieser Game Over Screen. RIP Weltrekord. Du bist vermisst werden. Gab's eigentlich. Wie viele Stages hat das Game? 8? War nicht die Rede von 12 oder 11 vorher? Also, er ist jetzt bei 20 Minuten nach 4 Stages, also gehe ich davon aus, dass es 8 sind. Ich habe 8 von ihm gesehen, aber irgendwie ist das Video auch bei ihm abgeschmiert. Also bei. Und mehr Infos von gab es nicht, also er hat das nur einmal bis jetzt gerannt gehabt. Und der Cheat ist am Leben. Schön, danke für die Rückmeldung. Mayfault. Wieso erinnert mich die Musik hart an Metal? Weil es Rock ist. Egal. Psch, hat niemand bemerkt. So much Sinn. Er hat gerade schon wieder was durch eine Wand geworfen und einen Schalter aktiviert. Das war aber auch geil. Aber warum fliegt er dann durch die Wand, aber nicht durch den Schalter? Hinterfragen wir das nicht. Also Boops. Der Schalter hat eine spektrale Energiespur und deswegen kann der Geist diesen Schalter berühren. Also der Schalter ist in Wirklichkeit in der Dimension der Toten. Mhm. Okay. Schön, dass wir das geklärt haben. Gang geschehen. Also ich muss wirklich sagen, ich finde das Game jetzt nicht schlecht. Aber es ist halt trotzdem ein Booby-Klon von einem Game, das es schon gibt. Also ich finde es schlecht. Also es gibt schlechter umgesetzte Spiele, definitiv. Vampires Alive. Ich meine, da gibt ja auch diesen Mega Man X-Klon, ich weiß nicht, ob du den kennst, Rosen Stilette. Das ist ja auch im Grunde so ein. Das ist ja im Grunde auch so ein Bubi-Klon und der ist trotzdem eigentlich ziemlich gut gemacht. So that would be a nicely timed one. Okay, this part is a gauntlet because there's a lot of big enemies. So the best I can do is try to take damage from the small enemies. I should be good now though. Yeah. Save point up here. Yeah, I'm good. Diese Stadt und diese Checkpoints oder was? Ich glaube, ja. Und Leben geben die, glaube ich, auch zurück. Oh, Level Up. Moment, habe ich die anderen Level Ups alle verpasst oder ist das das erste? Nee, ist das erste. Aber interessant, dass man nicht wieder voll geheilt wird. Und da kommt ein nächster Boss bei. Jetzt werden die Gegner ja voll normal. Außer, dass er den Kopf so hängen lässt. Ich
Ich bin ein Dämon, ich habe keine Lust mehr. Lässt Kopf hängen. Capricorn mit Flügeln. Der ist leicht unfair, der Boss, weil er gleich Lava sprudeln lässt überall. Ist das etwa Mezzo oder was? Er lässt es sprudeln. PET-Kasten incoming. Schade, dass Mezzo gerade nicht da ist. Ich weiß nicht, warum du das öde findest, Maypole. Ich find's grad voll hilarious, das Game. Immer wenn sie getroffen wird, kommt. Ich meine. Ja, überhaupt nicht wenig Lava. Das meinte ich ja ein bisschen unfair. Oh my god. Ist man da auch instant tot oder? Wie wir gesehen haben, nein. Okay. Aber höchstwahrscheinlich kriegt man relativ viel Damage trotzdem, wenn man nämlich 30. Ich weiß halt nicht, ob das sich Damage reset oder ob es sich recht viel Damage dann auch. Aber das ist auch ziemlich RNG heavy, wann er das macht und wann nicht, ne? Ja. Und wie die anderen Monster auch noch kommen. Ja, hier kommen alle, ne? Wow. Irgendwie macht er das nach jedem Treffer. Oh my god, he does not want any part of this. Zusammen macht er es aber die ganze Zeit über. Er hat richtig übel. Warum wird. Achso, doch, die verschwinden dann. Also wenn er die Lava macht, dann verschwindet das andere Vieh auch. Genau. Mhm. Wir wollten doch wohl ein bisschen Realismus reinbringen. Weil das Spiel selbst ja schon so unrealistisch ist. Okay. Win-win. Ich glaube, es sind nur 5 Stages oder so. Ja, wir sind gleich beim Ende. Wow. Oh, Live-Weltrekord. Man darf ja noch hoffen. Ich glaube, der Weltrekord liegt doch bei 33 oder 36 Minuten. Ich glaube 36, ja. Aber er ist doch schon gestorben. Glaubt ihr wirklich, er schafft es noch? Ja, wie oft hat er denn das Game schon gerannt? Weiß man das? Einmal. Ernsthaft? Auf seinem Kanal und auf seinem Twitch-Channel gab es nur einmal. Und das war uncompleted, weil es abgeschmiert ist. So, das hier ist jetzt die letzte Stage. Ja, 35:28 Nachtrag ist der Weltrekord. Jetzt werden wir den Switch durch die Wand auflösen. Zwei Pizzen morgens um 9 Uhr. Hä? Würde ich auch machen. Flex macht sich gerade zwei Pizzen. Ja, würde ich auch machen. Ich habe gerade nur keine zwei Pizzen zu Hause. Nee, zwei würde ich nicht packen. Morgens kann ich eh nicht essen. Da muss ich warten bis zum Mittag. Ich glaube, der neben neben Candyman sitzt, ist Tomper. Wenn ich das jetzt richtig im ESA-Chat lese. Oh ja, stimmt, das sehe ich. Haha, ich war schneller. Kannst nicht erwarten, dass ich aufpasse hier, also bitte. Guck mal, er hat das Mikrofon verweigert, er möchte keins, weil er das Spiel zu ätzend findet. Aber er guckt zu. Ja, nur wegen den Boobies. Warte, ist, ja. ist das der Testtyp, Tompa? Der immer mit der Testbot gemacht hat, bei den GDQs immer? Bin ich mir jetzt unsicher. Ist das Tompa? Ja, das Gesicht kommt mir auf jeden Fall von daher bekannt vor. Ich habe mir letztens mal wieder die Task Runs bei SGDQ angeguckt. Das könnte er sein.
Also wenn das eine Super Meat Boy Stage wäre, igitt. Ein Rummel von Ziff. Rummel! Good morning. Rummel! Alle mal bitte Rummel. 3, 2, 1. Rummel! Rummel! Nein! Das war ja aktiv. Rummel nicht vor 10 Uhr. Rummel nicht vor 10 Uhr, okay. Does not compute. Da merkt man aber, dass die Leute so müde sind. Die Geräusche von den Figuren, please. Alles klar, have fun, Morgoogle. Wie spricht man dich eigentlich richtig aus? Morgoogle, wahrscheinlich. Das frag ich mich schon die ganze Zeit. Morgoogle. Nee, Google wäre ja mit 2 O. Ja, aber Morgoogle klingt komisch. Okay, we're good. I have no idea, but wer hat's richtig ausgesprochen? Sif oder? Sif kann sich richtig ausgesprochen haben, weil er nicht hier ist. Warte, tut mir leid, ich bin gerade auch vorbei. Rio oder? Ich. Dann doch, Cheetah. Okay, the sprites from the wir sind alle du. Wir sind alle Rummel. Oh, there we go. More Google, also. Ist es gerade echt gecrashed? I just load from save point, so. Ja, ist es schon mal passiert. Oder war das Absicht? Nee, es ist wirklich gecrashed. Das passiert öfter mal im Spiel. Ach, deswegen hat er den Run nicht fortführen können bei seinem einzigen ersten Versuch? Genau. Okay. Ja, das Spiel kann dort immer crashen, hat er selbst gesagt. Oh ja, my tie. Heißt das, er muss die ganze Stage nochmal machen? Da bin ich mir gar nicht sicher. Nämlich die Stelle, die ich jetzt sehe, sehe ich alles zum ersten Mal. Dieses Harmonieko-Bild, ne? Aber soweit ich weiß, fehlt auch nur noch 10% vom Level, was er noch reingeschrieben hat als Zusatzinfo. Und jetzt wieder Boobs. Also hier nochmal Amazing Vampire Princess Sarah. Ich mag das Intro-Bild irgendwie. Wieso nur? Ich weiß ja nicht. Also es ist einfach schön. Einfach nur schön. Kappa. Ich finde das ja echt anstrengend, dass man sich jedes Mal anmelden muss. Was war das gerade für eine Sprache? Da stand Logger in. Im Mainstream gerade. The actual game looks nothing like that title screen. Kenn ich mir das Title Screen verspricht einfach viel zu viel. Genau. Hat niemand das Logger in bemerkt oder was? Doch, ich glaube, du kannst auch nicht einfach Leuten sagen, nachdem sie Brüste gesehen haben, das sind auch was anderes Sachen. Warte, muss der die Stage von vorne machen oder einen Checkpoint? Beim Checkpoint. Jetzt habe ich es verstanden. Die Dialektversion von Moorhuhn. Moorgoggle. Oh. Wow. Ist zu früh, um sowas zu verstehen. Mal sehen, ob dir das noch öfters passiert. Ja, aber jemand, der 30 Stunden fast wach ist, kannst du das erwarten? Mm. Warte, Rio, du warst schon 30 Stunden fast wach. Fast, ja. Okay, schlafen! Ganz ehrlich. Ich hab gleich noch Mario Golf, dann habe ich noch Dr. Mario Race und später sollte ich eigentlich noch Gargoyles Quest 2 kommentieren. Ist nichts mit Schlafen. Final Boss Time. Und da kommt der Final Boss und danach ist das zu Ende. Also wenn ihr ihm Kult geben wollt, gibt sie Ja-Tank, weil der hat mich nicht schlafen lassen. Das finde ich gemein. Immer dieser Ja-Tank. Also wir haben noch 3 Minuten für den Weltrekord übrigens. Oh, da sind wieder Boobs. Boobs mit Augen. Der Boss ist strange. Der ist wirklich strange. Wieso sind die Beine weg? Erstmal den anderen Boss aufessen. Vorne sieht komisch aus.
also unter dem Mond. Die Brüste haben Augen, yay. Oh, wo die Bomben rausfallen, sind auch ein bisschen disgusting. Also das nenne ich mal Hüften. That was a good bomb pattern. Four hits on one pass is really good. Die sag mal, tut der irgendwie Fötusse aus sich rausdrücken oder so? Nein, die dann explodieren? Das sind alles Bomben. Ja, aber wo die rauskommen, meine ich, das ist doch das habe ich auch grotesk. Sieht einfach aus, als ob sie kurz droppt gerade. Sie hat gerade am Anfang fast gar keine Bombe gedroppt. Weltrekord! Und mit einer Bombe für den Weltrekord! Er hat sein eigenes PV geschlagen. Und gleichzeitig auch den WR. Ich glaube, ich möchte ihn jetzt gerne mal herausfordern im Speedrun. Und dann kapp ich den WR, jo. Den kann fast jeder von uns wegnehmen. Eben. Du hast schon Rummel. Einen WR, du darfst es nicht, Ryu. Rummel. Right, so that was Amazing Princess Sarah. Das Einzige, was man machen muss, ist, dass das Spiel nicht abstürzt, sondern hat man es. Rummel! Hauptsache den Title-Screen nochmal anmachen. Okay, dann bin ich ja auch erstmal kurz weg.